Hallo. Guten Abend. Hallo. 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 Hallo auch an die Damen und Herren an den Bildschirm. Hallo Internet. Na? Dankeschön. Herzlich willkommen hier im E34, dem alten Stadtsaal in Leipzig. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Slam.de, Poetry Slam hier im MDR. Mein werter Moderationskollege ist heute wie auch sonst immer Christian Meyer. Guten Abend. Neben mir sehen wir Julius Fischer. Boom. Boom. Ich finde ja tatsächlich Slam.de eher so das. Also es war eigentlich ein Arbeitstitel, ich finde es eher so semi, möchte ich mal sagen. Naja, ich habe es mir ausgedacht, ich bin relativ stolz drauf, muss ich sagen. Slam.de, das ist schon ziemlich genial. Also man sagt halt, ja, aber wenn man es geschrieben liest, dann was soll man da sagen? Slam.de, SLA, MDR, das klingt eher wie so eine Abkürzung für das amerikanische Verteidigungsministerium. Aber Julius, wenn man es weiß, unsere Redaktion hat gesagt, ich soll mir was Witziges ausdenken. Christian, du bist unsere Redaktion. Na und? Egal. Wir machen hier heute einen Poetry Slam, meine Damen und Herren. Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit. Es treten hier gleich Menschen auf die Bühne, die selber Texte geschrieben haben. Sie werden diese Texte vortragen, das Publikum. Das seid ihr. Dann abstimmen per Applaus, wer gewonnen hat. Zu gewinnen gibt es bei Poetry Slams in der Regel Schnaps, damit man die Nacht auf dem siffigen Sofa des Veranstalters auch erträgt. Das ist Christian in dem Fall. Beim MDR gibt es natürlich keinen Schnips, also keine Flasche Schnaps, es gibt einfach zwei Flaschen. Nee, es gibt wahrscheinlich Klosterfrau Melissengeist oder Doppelherz oder weiß ich nicht. Ich könnte es brauchen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du es gut brauchen könntest. Wir haben tatsächlich die Poeten, die wir heute eingeladen haben und die Poetinnen, die haben natürlich das überhaupt nicht nötig, Doppelherz. Die sind, wie wir zumindest finden, die prägendsten Gestalten, die sich gerade auf den Poetry Slam Bühnen der Republik und darüber hinaus bewegen. Das stimmt. Sei es, weil sie besonders dick sind und überall da, wo sie stehen, eine Delle hinterlassen. Knallergag, ich weiß, ja. Aber dann müsste ich tatsächlich einfach viermal auftreten. Ja, das stimmt natürlich. Nee. Ja. Oder halt, weil sie besonders gut sind. Ne? Ja, dann trete ich doch nicht auf. Meistens ist es aber das Erste. Ja. Nein, die sind natürlich alle super. Außerdem hat so ein Slam natürlich auch Regeln, sonst könnte man ja auch einfach von der Chipstüte vorlesen zum Beispiel. Ich meine, das fände ich sehr, sehr gut, sehr, sehr informativ. Wenn es ein Chipstütenbeschrifter ist, dann dürfte der das natürlich. Aber was es sonst noch so für Regeln gibt, das sehen wir jetzt in unserem kleinen Filmchen. Beim Poetry Slam gibt es 5 ganz einfache Regeln. Erstens, alle Texte müssen selbst geschrieben sein, also nichts von Dagi B, außer du bist Dagi B. Und wenn du Dagi B bist, dann Zweitens, das Zeitlimit beträgt 3 Minuten 30. Nach 3 Minuten 15 kommt ein niedliches akustisches Signal. Nein, nicht das. Das. Danach haben die PoetInnen noch 15 Sekunden Zeit, ihren Text zu beenden, ansonsten ist sie aber Eisenbahnstraße. Drittens, die Texte dürfen nicht überwiegend gesungen werden. Wir sind ja nicht bei Starlight Express. Was uns zu Punkt 4 führt. Keine Rollschuhe. Oder Requisiten anderer Art. Textblatt ist okay. Und zu guter Letzt, respect the poets. Das heißt, alle PoetInnen bekommen denselben Auftrittsapplaus, außer sie sind Dagi B. Und am Ende entscheidet das Publikum per Massenschnickschnackschnuck, wer gewinnt. Aber ohne Brunnen und ohne Schnickschnackschnuck. Also per Applaus. Ja, stinkt normal halt. Wie beim Poetry Slam eben. Alter, war da noch nie beim Poetry Slam oder was? Naja gut. Zu komplex? Schreibt uns einfach eine E-Mail, druckt sie aus und schickt sie per Fax an den MDR. So sieht's aus, das sind unsere Regeln. 4 Poeten und Poetinnen sind heute Abend da, sie werden nacheinander auftreten. Die Reihenfolge haben wir schon gelost, hinter der Bühne, da gab es natürlich schon wieder Tränen. Oh Mann, ey, ich will keinen 3,5 Minuten Text vortragen, ich komme einfach nicht, ich gehe einfach wieder. Ja, oder? Oh, ich will nicht hinter dem auftreten. Ja. Oder, oh nee, ich will nicht Letzter sein. Oh, ich will nicht Erster sein. Laber. Ja, sind alles Mimosen, aber es sind Poeten, meine Damen und Herren. Was haben Sie erwartet, nicht wahr? Wir gucken mal uns die Reihenfolge heute Abend an und wir sagen Ihre Namen. Einen kleinen Applausteppich könnt ihr drunter legen. Ja. Heute Abend werden auftreten in folgender Reihenfolge. Julian Hoyn. Johannes Flöhr. Josephine Bergholz und Friedrich Herrmann. Ja. Abgestimmt wird
nach unserem bewährten Applausometer. Wir haben überall im Raum Mathe-Nerds verteilt, die in der Lage sind, aus Applaus, keine Ahnung, wie die das machen, sofort Zahlen zu machen und die uns dann später noch durch das Internet und ihre Beamer-Augen direkt an diese Wand zu werfen. Also eigentlich ist das Prinzip klar. Jeder Poet, jede Poetin kriegt noch einen kleinen Vorstellungsfilm, den der vor ihnen läuft. Dann sagen wir sie nochmal an, es geht ab, 10-punkte-mäßig und dann ja, ist eigentlich alles easy, ist alles klar. Ist ja ein kluges Publikum. Ich würde sagen, wir gucken uns den ersten Film an. Wäre Poetry Slam ein Computerspiel, dann wäre Julian Heun so etwas wie der Endgegner. Oder anders, Julian Heun hat Poetry Slam durchgespielt, mit verbundenen Augen und ohne Hände. Er war schon deutschsprachiger U20 und Teammeister, dreimal Vizemeister, zweimal Berliner Meister und wurde vom Goethe-Institut überall durch Europa, Afrika und Amerika geschickt. Und weil das alles viel zu krass ist, hat ihm der liebe Gott zur Strafe total widerspenstige Haare gegeben, damit er nie eine richtige Frisur haben wird. Man kann eben nicht immer Glück haben im Leben. Oh, meine Damen und Herren, hier ist für euch kein Geringerer als Julian Heun! Mein Text handelt von der Frau, die die besten Komplimente auf der Welt macht. Das ist meine Oma und sie sagt Dinge wie, Julian, wenn du irgendwann mal ein Buch schreibst, wirst du bestimmt Bestseller-Autor, wie Thilo Sarrazin. Der Text geht so. Oma und ich sitzen in einem Raum. Ein Raum, denke ich. Ein Raum ist erst wirklich voll, wenn man auf alles noch ein Deckchen gelegt hat. Sie hat auf alles noch ein Deckchen gelegt und auch schon den ein oder anderen Weißwein getrunken. Deswegen singen wir zusammen einen Schlager, den ich nur von ihr kenne und den wir komischerweise auch nur singen, wenn sie einen Likör haben möchte. Ich glaube, es gab ihn nie wirklich, denn er heißt: Komm, mein Schatz, wir trinken ein Likörchen. Sie behauptet, ein Likör sei sehr gut für ihren Blutdruck. Klar, Oma, sage ich, klar. Mama sollte auch wieder anfangen zu rauchen. Ich denke, dann geht ihr Asthma weg. Oma summt und guckt aus dem Fenster. Nicht, weil es irgendetwas zu schauen gäbe, nur aus Routine. Die urbanen Alten von übermorgen werden nicht den ganzen Tag aus dem Fenster schauen. Sie werden auf ihre iPads schauen, auf denen sie sich selber am Fenster fotografieren und immer noch auf Partnersuche sein. Tinder Senior. Ich meine, warum gibt es das jetzt noch nicht? www.eliterentner.de. Cougars und Oppas mit Niveau. Oder Parship Silver Edition. Alle 11 Minuten stirbt jemand auf Parship. Ich stelle mir mich im Altersheim vor. Unsere Generation, wir werden auch die gute alte Musik von früher hören. Gestört, aber geil. Damals, als Musik noch richtig gemacht wurde. David Guetta, es waren noch Zeiten. Dein Komm, mein Schatz, wir trinken ein Likörchen wird mein Moneyboy sein. Das singe ich dann auch mit meinen Enkeln. Na, meine kleinen Racker. Soll der Opa noch mal den Swag aufdrehen? Ja, Opa, ja, bitte, bitte mache einen Turn-up, ja. Ihre Augen sind müde, ihr Blinzeln ist ein Flattern. Dann schläft sie ein. Wie gut ich sie überhaupt kenne, frage ich mich manchmal, weil eine Oma doch immer eine Oma ist und man lange nicht darüber nachdenkt, dass eine Oma natürlich nicht immer eine Oma gewesen ist. Wenn ich in ihr Gesicht schaue, versuche ich manchmal, mir sie als junge Frau vorzustellen, mit 19. Wie sie mit dem Fahrrad durch den Wald und dann über die Felder gefahren ist, raus nach Adlershof zur Versuchsanstalt für Luftfahrt und dort den jungen Ingenieuren als technische Zeichnerin den Kopf verdreht hat. Wie sie Liebesbriefe geschrieben hat an 2 verschiedene Soldaten in der gleichen Kompanie und ihre Mutter den einen der Umschläge immer beschriften musste, damit das beim Briefeausteilen nicht auffiel. Wie 1944 ein warmer Sommer war, in dem man auch fröhlich sein konnte. Zwar einer mit Tanzverbot, aber im Ruderclub am Müggelsee gab es trotzdem geheime Feten. Wenn dieser Text etwas kitschig ist, dann ist das nicht so schlimm, weil ich dann immerhin weiß, dass Oma ihn sich in ihr Regal stellen würde. Irgendwann bin ich ohne Oma im Raum. Die Deckchen müssen weg und die Dinge unter den Deckchen, denn Oma ist schon länger nicht mehr hier. Ich singe leise, fast melodielos, den Schlager. Komm, mein Schatz, wir trinken ein Likörchen. Und dann flüster ich dir was ins Öhrchen. Von der Liebe und des Lebens Mai. Und so ein bisschen was dabei.
Ein Raum, denke ich, ist erst leer, wenn ihn jemand verlassen hat. Danke. Julian Heun. Stimmungsvoller Beginn. Sehr, sehr schön. Und wir schauen gleich mal, wer als nächstes kommt. Ich bin gespannt. Johannes Flöhr kommt aus Krefeld. Das tut mir leid. Mit einem Auftritt wie diesem hier katapultiert man sich direkt unter die Top 3 der Krefelder Prominenz, direkt hinter die Betreiberin des einzigen vernünftigen Krefelder Cafés und den zauseligen alten Mann, der immer am Bahnhof steht und versucht, die Leute vom Aussteigen abzuhalten. Johannes Flöhr schreibt herrlich skurrile Texte, gewann 2014 den Jugendliteraturpreis des Heinrich-Heine-Instituts, moderiert dutzende Veranstaltungen und hat eine Internetseite namens herrsalami.de und alle Menschen lieben Salami. Und hier ist an Fleisch und Blut, meine Damen und Herren, Johannes Flöhr! Ja, guten Tag. Es folgt nun eine kleine Rede, die ich verfasst habe. Eine kleine Rede zur Lage der Situation. Es ist eine kleine Rede an alle, die ich damit meine. Liebe Damen und Männer, ich melde mich heute wegen Weltgeschehen zu Wort, um einige Fragen in den Raum zu tun. Zum Beispiel diese, sollten wir nicht alle gemeinsam? Wäre es nicht langsam an der Zeit? Die Zukunft obliegt vor uns, sie lauert frech vor der Tür. Sie wartet uns mit all ihren Aufgaben und Schwierigkeiten, die sie so hat. Es gibt noch so viel zu entledigen. Wir müssen Bescheid wissen, Bescheide kennen, bescheiden sein, klug und vernünftig vor Überraschungen verbeugen. Vorbeugen, ahnen, was da am Kommen sein werden tut. Nur noch einmal schlafen, dann ist schon morgen. Das darf uns nicht überraschen. Gestern schon an heute gedacht haben und bitte mal aufhören, damit immer nur das eigene Sofa voll zu pupsen. Auch andere Sofas sind mal dran. Ist jetzt eine Metapher. Geht raus, bepupst die Sofas, lernt euch kennen, sprecht mal miteinander, auch wenn manche Leute echt bescheuert aussehen. Aber das traut sich ja kaum fast noch niemand mehr. Der Stock sitzt tief. Schock. Von nichts kommt wenig, man kriegt nichts geschenkt. Wir müssen die Rechnung seit Mehrwertsteuer und Dosenpfand zahlen. Zeche prellen es nicht. Gut. Steht auf der nächsten Seite, ich kenne das jetzt noch nicht. Fleiß, Geduld, aber auch Eile. Heute ist schon Dienstag oder Mittwoch, die Woche schon fast wieder rum. Auf einer Skala von Januar bis Herbst haben wir kurz vor 12. Ja, der Countdown tickt. Je Dings, desto weniger davon. Da darf man sich nicht töricht drauf verlassen, dass irgendjemand anders etwas für einen tut. Die anderen, die machen das schon für mich. Nee! Käse, Pustekuchen. Selbst ist der, der er ist. Das muss man sich ins Gewissen rufen. Da muss man um Punkt 3:30 morgens aufstehen, ins Bad gehen, Licht anmachen, in den Spiegel schauen und sich sagen, so, das bin ich. Und das muss man sich auch immer ins Gewissen rufen. Wir müssen mal über den eigenen Tellerrand hinaus essen gehen. Probieren geht überhaupt nicht schwer. Doch was sehen meine dummen Augen? Wirr ist das Volk. Für viele ist Toleranz immer noch ein Fremdwort. Brust und Nazis raus, Optimismus rein. Ein Feuerwerk aus Endorphinen, ein Feuerwerk zieht durch die Welt. Hat schon Andreas Burani gesungen. Das nur mal so als Anspieltipp zwischendurch für Leute, die sich privat nicht so für gute Musik interessieren. Dumm ist der, der dumm ist, und so dumm kommen wir hier nicht mehr zusammen. Obacht, liebe Leute, Obacht. Der Wandel ist da, Zeiten ändern ganz viele Dinge. Auch für unsere Kinder, egal ob wir sie freiwillig gezeugt oder versehentlich besoffen am heiteren Rudeldings auf der Vorstandsfeier produziert haben. Bitte denk auch mal jemand außerhalb der katholischen Kirche an die Kinder. Oh ja, nee, das Doppeldeut, ups. Zur Ableckung ein bisschen Mathe. Kinder haben statistisch gesehen noch viel mehr Zukunft als wir. Könnt ihr mal nachrechnen. Gerade jetzt in diesem Moment, da wird irgendwo auf der Welt ein Kind geboren. Jetzt noch eins. Und noch eins. Und diese drei, die sind ganz bestimmt nicht schuld an sozialer Kälte und Frauke Petri. Vorbild sein, vorangehen, statt immer nur in die Kneipe. Ja, hier schön in die Kneipe gehen, da mit anderen Tünnissen rumsitzen, lecker Bierchen trinken, das ist schon was Feines. Aber das muss doch nicht jeden Tag sein. 4 oder 5 Abende die Woche reichen vollkommen aus. Und dann hat man ja wohl noch genug Zeit für Aufschwung, oder? Mal die Arme hochkrempeln, Ärmel hochkrempeln. Ja, und mehr steht hier nicht mehr auf meinen Zetteln. Aber ich finde, diese Rede war sehr gut. Bitte wählen Sie mich. Ich verbleibe Johannes Flöhr. Johannes Flöhr!
Meine sehr verehrten Damen und Herren, an den Fernsehbildschirmen, falls Sie gerade zufällig reingezappt haben, das hier ist Slam-DR, der heißeste Fernseh-Poetry-Slam im MDR. Um die Uhrzeit. Zwei Poeten hatten wir schon, zwei weitere Folgen noch. Dann gibt es eine Abstimmung, ist nämlich ein Wettbewerb. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns mal an, wer die nächste Poetin ist. Dass es ausgerechnet eine Poetry-Slammerin mit Bravour ans Leipziger Literaturinstitut schafft, ist entweder der ausgeklügelte Racheplan einer verbitterten Julia Engelmann oder es bedeutet einfach, dass Jan Böhmermann keine Ahnung von Poetry-Slam hat. Nicht umsonst reist Josephine Bergholz auf Einladung des Goethe-Instituts quer durch die Welt, gibt Schreibworkshops und schafft es nebenbei noch, monatlich Stammautorin bei drei Lesebühnen zu sein. Ihre Texte sind fragil, wenn man sie an sich ranlässt, kraftvoll, wenn sie auf der Bühne stehen und echt, wie kein einziger Text von Meckes. Und jetzt ganz viel Freude mit Josephine Bergholz! Danke. In ihrer Doktorarbeit über Gated Communities schreibt die türkische Journalistin Ayşe Şafdar, das Gefühl von Sicherheit konstituiert sich aus zwei Dingen. Erstens dem Versprechen, seinen Lebensstandard beizubehalten und zweitens der Möglichkeit, unter seinesgleichen zu bleiben. Entgegen des Trends zum Leben in abgeschotteten Gesellschaften beweisen jegliche Studien zu diesem Thema, dass sich die allgemeine Sicherheit einer Gesellschaft nicht erhöht, indem man die einzelnen Gruppen räumlich voneinander trennt. Es macht sie verwundbarer füreinander. Der Text heißt, für die anderen sind wir immer die anderen. Dominik sagt, die Asylanten nehmen ihm seine Kultur und sein Land weg. Dominik sagt, er kenne die Straßen nicht wieder. Dominik sagt, er habe Angst. Um die Sprache, die Kriminalitätsrate, das Bruttoinlandsprodukt. Er habe Angst um die Menschen. Um ihre kleinen, verletzlichen Schutzzonen und um die Rechte des kleinen Bürgers. Ich sage, ich habe Angst vor den Ängsten der Bürger. Oder eher, ich habe Angst vor den Stoßrichtungen ihrer Ängste. Den Projektionsmechanismen ihrer berechtigten Wut. Ich habe Angst vor dem Boden, auf dem sich Bürgerwehren bilden. Ich habe Angst vor dem Land, in dessen Sprache dieser Begriff fluktuiert. Ich sage, ich erkenne Dominik nicht wieder. Ich sage, ich habe Angst um die Sprache und um die Menschen. Ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Weil wo ich hinschaue, sich plötzlich Mauern durch die Gegend falten, die waren vorher so nicht sichtbar. Weil plötzlich Leute große Reden halten, die waren vorher sicher nicht da. Dabei entgleist die Welt in Höchstgeschwindigkeit. Und keine Chance für das Begreifen mitzuhalten. Dabei ist jeden Tag ein Schritt, ein weiterer zu weit und keine Möglichkeit für den Verstand, sich einzuschalten. 10 Tote in Istanbul, 130 in Ankara, 43 in Beirut, 142 in Paris, 7 in Jakarta, 148 in Garissa, 49 in Gomba, eine Viertelmillion im syrischen Bürgerkrieg. 924 brennende Asylunterkünfte, 872 Anklagen in der Kölner Silvesternacht, eine Vergewaltigung alle 3 Minuten auf deutschem Boden, nicht erst seit 2015 und das alles passiert. Und man kann die Hände danach ausstrecken, aber man kann es nicht berühren. Realitätsverlust in der kollektiven Wahrnehmung, apathisches Klicken auf den nächsten Artikel, das könnte Sie auch noch schockieren und ich frage mich, ob meine Hemmschwelle sich gerade verschiebt. Meine Einschätzung dessen, was ich als Realität akzeptiere, was ich mir vorstellen kann. Dominik sagt, mit Leuten wie mir könne er nicht reden. Ich sage, mit Leuten wie Dominik könne ich nicht reden. Und die Mauern ziehen sich zu, formieren sich um uns wie eine zweite Haut, die uns in unserer Wesenshaftigkeit bestätigt, die nicht so brüchig ist wie unsere eigene, dieser erschütterbare Schutzschild. Das Gefühl von Sicherheit konstituiert sich aus dem Versprechen, auf der richtigen Seite zu stehen und der Möglichkeit, unter seinesgleichen zu bleiben. Das Jahr 2015 hat bewiesen, dass sich die allgemeine Sicherheit einer Gesellschaft nicht erhöht, indem man die einzelnen Gruppen ideologisch voneinander trennt. Das macht uns verwundbarer füreinander. Und je weiter wir auseinanderdriften, desto mehr wird der andere ein Eindimensional. Auffangfläche für alle aufgestaute Wut ein Bild, in dessen ebener Angriffsfläche man sich nicht verliert. Indem man nirgends einsinkt wie in den Mulden und den Mimikfalten, dem Relief eines Gesichtes aus der Nähe. Ich weiß nicht, was ich Dominik sagen soll. Wir teilen keine Sprache mehr.
in der die Parolen zu rufen wären. Vielen Dank. Josefine Bergholz. So. Ich würde sagen, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Und wir schauen uns mal an, wer das ist. Friedrich Herrmann beweist, es gibt sie noch, die Erfolgsgeschichten des Poetry Slams. Einmal irgendwo in der Thüringer Einöde im Out of Bad Look auf der Bühne gegrinst, der Ausschnitt des T-Shirts hängt nicht ganz aus Versehen so tief und schon reist man jede Woche quer durch Deutschland und Österreich, um dafür zu sorgen, dass in den Jugendzimmern bald Poetry Slam statt One Direction Poster hängen. Friedrich Herrmann hat im letzten Jahr die Slam-Szene im Sturm erobert. Dutzende Siege, ein spielender Einzug ins Halbfinale der Meisterschaften und dann eine Einladung zum MDR, wenn das mal kein Aufstieg ist. Genau, und jetzt ist er hier, meine Damen und Herren, Friedrich Herrmann! Es ist mein erstes Mal vor laufenden Fernsehkameras, passend dazu der Text, das erste Mal. Der erste Schrei nach Brei, das erste Mal krabbeln, das erste Mal brabbeln, das erste Mal weinen und es auch so meinen. Sich das erste Mal in warmen Windeln winden und sich das erste Mal an weichen Brüsten wiederfinden. Das erste Mal so tapsig torkeln, taumeln, unter Applaus an Papis breiten Pranken baumeln, das erste Mal laufen. Das erste Mal ist recht banal oder eine echte Qual. Mal brachial, mal brutal und dennoch erste Wahl, wenn ich mich erinnern will. Das erste Mal in einem Hype aufsitzen, alle 150 Pokémon besitzen, im Kaufland Matchbox stibitzen oder sich die Unterarme ritzen. Das erste Mal ein Fanboy oder Girl sein und sich die Seele aus dem Leib schreien, wenn Take That ihre Moves auspacken oder wenn zwei Mädels in eine Tasse kacken. Ja, das sind so die Zeiten gewesen. Das erste Konto, das erste Skonto, das erste Mal Dispo, das erste Mal Disco. Das erste Mal Hi. Hi. Sag mal, findest du es auch so skurril, dass sich junge, gebildete Menschen wie wir stundenlang in abgeranzte Kellergewölbe sperren und sich dann von derbe redundantem 120 BPM-Techno das Trommelfell zerschießen lassen? Ja, voll. Hast du vielleicht Bock auf Knutschen oder so? Ja, voll. Das erste Mal ein Becks trinken und sich denken, Das erste Mal nach Sex stinken und sich denken, yeah. Erste Pärchenabend, das erste Krimi-Dinner, das erste Mal nach dem Rezept fragen, das erste Mal sagen, ach siehste, mit Sojasauce ablöschen. Nein, das ist ja raffiniert. Das erste Mal ans andere Ende der Welt jetten, nur um dort zu fragen, excuse me, is this what you call bread? Because it's very soft, you know. In Germany we have the real bread, you know, with a thick crust. Eating bread in Germany is a little bit like our work, you know. It's hard, it's an everyday struggle. You want to know how we eat it? We eat it like this. No wonder your economy is so weak down here. Do you at least have, like, pumpernickel? No? Schatz, what a Saftladen in English. Sich das erste Mal um 10 aus dem Club stehlen, weil der Partner vergessen hat, den Sauerteig zu füttern. Fuck. Sauerteig ist gelebte Verantwortung. Sauerteig verpflichtet. Wie willst du jemals ein Kind großziehen? Sich das erste Mal denken, naja, ich würde mich schon als konservativ bezeichnen, und dann gehöre ich halt jetzt zu den Reichen. Was die CDU da macht, das geht doch eigentlich. Jeder verdient doch hier, was er kriegt. Das erste Mal ist recht banal oder eine echte Qual. Mal brachial, mal brutal und mal ein Mahnmal daran, dass du nie so werden wolltest und es trotzdem irgendwie geworden bist. Das erste Mal schreiben, eine Geschichte, eine Ballade, ein Sonett, ein Stück, ein Slamtext und sich denken, fett. Ich kann das, ich will das und ich muss, gegen das hier verblasst sogar der erste Kuss. Das erste Mal einen vollgepfropften Saal zum Kochen bringen und sich dabei fühlen wie ein Rockstar im Boxring. Das erste Mal... einen Dämpfer kriegen, 3 Tage lang am Boden liegen, sich fühlen wie eine gründlich ausgequetschte Tube, ohne jedes Restchen Mutpaste in der Magengrube. Und dann wieder krabbeln und brabbeln, weinen und es auch so meinen, tagelang. Und dann irgendwann sich aufrappeln, laufen
und keinen Gedanken mehr ans Hinfallen verschwenden. Das erste Mal ist recht banal oder eine echte Qual. Mal brachial, mal brutal und mal ein Mahnmal daran, dass es auch dich natürlich nicht verschont und daran, dass ich weitermache und trotzdem immer lohnt. Vielen Dank. Friedrich Hermann! Hermann! Eine Punktlandung, genau! Richtig! Man könnte sagen, er hat am Zeitlimit gekratzt. Ja, genagt. Ja. Genagt. So. Aber das war dann, könnte man sagen, auch das erste Mal, dass wir in dieser Sendung die Abbruchmusik gehört haben. Noch mussten wir nicht einschreiten, er hat es perfekt beendet. Jetzt ist Zeit für Tacheles, Leute. Jetzt entscheidet ihr euch für den einen oder die eine, die ihr im großen Finale nochmal sehen wollt in der 5. Folge von Slam.dr. Wir kommen jetzt zur großen Abstimmung und wir holen nochmal alle natürlich auf die Bühne, die wir gesehen haben. Und das wären Julian Heun, Johannes Flöhr, Josephine Bergholz und Friedrich Hermann. So. Natürlich darf an den Fernsehbildschirmen auch applaudiert werden, zu Hause auf der Couch, ne, ist klar. Auch da haben wir Mikrofone installiert in ihren Endgeräten. Wir kriegen alles mit. Ja. Entscheiden Sie sich, klatschen Sie natürlich immer, aber bei dem oder der, die Sie am besten fanden, am lautesten. Also vor allem vor den Fernsehbildschirmen hier aber auch. Klatscht, ja, so laut ihr mögt. Wenn ihr meint, dass der Erste gewonnen hat, dann klatscht jetzt so laut ihr könnt für Julian Heun. Wenn ihr aber meint, seine Rede hat euch am besten gefallen, dann applaudiert bitte jetzt für Johannes Flöhr! Oder aber ihr sagt, nee, da hat jemand anders noch ein Wörtchen mitzureden. Dann klatscht bitte jetzt, so laut ihr könnt, für Josephine Bergholz! Oder unser Letzter im Bunde hat euer Herz gewonnen. Dann applaudiert bitte wertend für Friedrich Hermann! Okay. Sehr knapp. Extrem knapp. Also ich habe nichts daraus gehört, aber unsere sehr ausgefeilte Technik hat das sicherlich gemacht. Das Ergebnis, meine Damen und Herren, steht fest. Wir drehen uns um. Oh Gott, ist das spannend. Ich kann es gar nicht sagen. Ja, alles sehr gleich auf, ja. Oh, jetzt schält sich aber... Oh, und es schält sich eine raus, aber drei Leute haben den zweiten Platz gewonnen und das wären Julian Heun, Johannes Flöhr, Josephine Bergholz und unser Sieger ist Friedrich Hermann im Finale. Den sehen wir im Finale nochmal wieder, genau. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche die dritte Folge von Slam.dr. Wir bedanken uns natürlich bei euch, dass ihr da wart. Schön, genau, dass Sie zugeschaut haben. Großen Applaus bitte auch nochmal ans E34 in allen Stadtsaal, wo wir hier drin rumhängen. Und jetzt wurde uns das Mikrofon entwendet. Zu Recht, muss ich sagen, völlig zu Recht. Also, dass das Mikrofon euch mal weggenommen wird. Nein, die beiden haben es so super gemacht und ich will, dass ihr nochmal völlig ausrastet. Ich weiß nicht, wie ihr es noch toppen wollt. Vielleicht springt ihr alle auf und greift eure Nebenmann in den Haaren und schlagt sie auf euer Knie und dann machen die auch noch Lärm. Und das ist für Julius Fischer und Christian Meyer. Vielen Dank, bis nächste Woche. Spaßzone, was das soll, ey. Auch wenn ich drüber... Warte mal, ich guck nochmal. Nee, absolut nix.
sieht scheiße aus. Es ist irgendwie, wird immer auf demselben rumgeritten. Können wir nicht mal irgendwie neue Themen haben? Ich hätte wahrscheinlich irgendwie 10 bessere Namen dafür finden können für die Scheiße. Na egal. Spaßzone. Sinnlos.